So, fangen wir an. Heute beschäftigen wir uns, wie Jonas eben schon gespoilert hat, etwas mit monaden Transformern, aber vorher kommt noch ein bisschen was anderes. Wir gucken erst einmal auf die Record-Syntax und was das ist, befassen uns dann einmal mit der State-Monade. Da gab es die Übungsaufgabe zu, die viele Leute geschafft haben, an der einige gescheitert sind, was aber überhaupt nicht schlimm ist. Wir besprechen das hier nochmal komplett durch. Und dann gehen wir weiter, wie man Monaden im Allgemeinen miteinander kombiniert und abstrahieren dann und kommen schlussendlich zu den Monad-Transformern. Also, fangen wir erstmal mit der Record-Syntax an. Nehmen wir an, wir wollen folgenden Produkttypen definieren. Wir haben hier einen Data V2, was irgendwie ein zweidimensionaler Vektor ist, vom Typen A, was einfach über den Konstruktor VAA definiert wird. Und wenn wir uns vorstellen, wir haben zum Beispiel A ist int, dann haben wir ein vint int, was einfach nur ein Konstruktor ist mit zwei ints drin, die wir dann speichern können. Das ist schön und gut, so kann man einen zweidimensionalen Vektor modellieren. Aber wir möchten natürlich auch, wenn wir so einen Vektor haben, immer einzelne Elemente auslesen. Also wir wollen zum Beispiel die erste Komponente auslesen oder die zweite Komponente auslesen und oder wir wollen auch einzelne Werte setzen. Das heißt, wir wollen eine neue Datenstruktur haben, die genauso aussieht wie die alte, wo dann das X-Element oder das Y-Element einfach nur ersetzt ist. Und dazu müssen wir uns ein paar einfache Hilfsfunktionen definieren. Und zwar zum Auslesen habe ich hier einmal die Funktion X definiert. Die nimmt so ein V2A und gibt ein A zurück, indem es einfach die erste Komponente zurückgibt. Dasselbe bei Y. Wir nehmen ein V2A und geben einfach die zweite Komponente zurück. Und so kann man sich Getter schreiben. Und zum Setzen kann man sich dann zum Beispiel einen Setter überlegen, der ein neues X kriegt, einen V2A kriegt. Und dann daraus nur die Y-Komponente übernimmt und die X-Komponente einfach direkt wieder setzt. Und genau dasselbe kann man sich auch einen Setter für Y bauen. Und ja, so sieht das aus. Und wenn man sich den ganzen Code anguckt, ist das alles sehr nervig zu schreiben. Es wiederholt sich immer und es ist irgendwie immer dasselbe. Wir machen links den Pattern-Matching, matchen auf alles bis auf 1 und ersetzen das dann nach rechts. Oder im Falle eines Getters, wir machen ein Pattern-Matching, matchen nur auf ein Ding, ignorieren den gesamten Rest und geben das eine Ding wieder zurück. Und da haben sich ein paar Leute gedacht, lass uns doch mal in die Sprache aufnehmen, dass das automatisch passiert. Und das kann man dann mit der Record-Syntax machen. Und zwar ändert man einfach nur die Deklaration des Typens und dann werden dann die Funktionen automatisch generiert. Und in unserem Beispiel wird die Definition so aussehen. Wir sagen Data V2A ist V2 und dann kriegen wir ein Ding, das wir X nennen vom Typen A und ein Ding, das wir Y nennen vom Typen A. Und das rechts X und Y sind jetzt einfach nur Namen. Und das ist komplett isomorph zu dem Beispiel eben, weil wir haben jetzt einfach nur ein V2, in dem zwei A's drin sind. Wir haben diese beiden A's jetzt einfach nur benannt. Und diese Record-Syntax, da wir die Sachen benannt haben, generiert uns mit diesem Namen genau die Getter, wie wir sie schon haben wollen. Das heißt, wir können uns das Schreiben der Getter komplett sparen. Die Sache ist, wie macht man jetzt einen Setter? Das macht man dann über die Record-Syntax, da wird keine Funktion für generiert, weil wie soll der Setter heißen? Soll es irgendwie Set unterstrich? Und was ist, wenn ich ein Attribut Set nenne? Ist das dann Set? Oder da das relativ unklar ist, macht man das einfach so. Ich habe jetzt hier mal das Beispiel. Wir nehmen ein V212, das nennen wir dann R. Und dann sagen wir, wir nehmen unser altes R und leiten mit den geschweiften Klammern ein Update ein und setzen den X-Parameter auf 0. Weil wir haben unsere Parameter benannt in dieser Syntax und können dann einfach sagen, setz den x-Parameter auf 0 und dann kriegen wir ein neues R' zurück, wo der x-Parameter auf 0 gesetzt ist. Ja. Also das ist umgangssprachlich ein Update. Wie man hier sieht, wir haben vorher ein R und wir haben nachher ein R'. Es sind zwei verschiedene Sachen. Wenn wir nachher auf das R zugreifen, haben wir immer noch das Originale. Und wenn wir auf das R' zugreifen, haben wir das Modifizierte. Also da wird eine Kopie angelegt. Wenn wir das Original aber nicht mehr brauchen, ist der Compiler so schlau, einfach nur ein Update zu machen. Also deswegen, umgangssprachlich, kann man da von einem Update reden.
Ja. Haskell ist, hat Referential Transparency. Das heißt, wenn ich jetzt hier mein R einmal so definiere, dann ist das immer so definiert. Und egal, was ich tue, das R ändert sich nicht mehr. Aber wenn ich halt ein anderes R haben möchte, dann muss ich das mir quasi einmal kopieren und auf der Kopie kann ich dann Änderungen machen. Okay. So, wie das funktioniert, ist nochmal kurz zusammengefasst. Wir geben die alte Struktur an und dann in den geschweiften Klammern alle Felder, die wir ändern wollen. Und so können wir dann auch drei Felder auf Mal ändern oder nur eins und können so in der Record-Syntax die Sachen aktualisieren. Spielt im heutigen Haskell nicht mehr ganz so eine Rolle, da das wurde hauptsächlich durch Lenses verdrängt, aber da kommen wir in ein paar Vorlesungen zu. Ja. Also die Frage war, wieso man hier einen neuen Typen macht und das nicht mit Tupeln oder mit Arrays macht. Die Sache bei Tupeln ist, Tupel haben den Typen AB. Das heißt, ich kann einen Vektor machen, der in der ersten Komponente einen Int hat, in der zweiten Komponente einen Double. Oder der in der ersten Komponente einen Int hat, in der zweiten Komponente einen Bool. Und das Typsystem erzwingt jetzt, dass alle Komponenten gleich sind. Und bei einem Array kann ich zum Beispiel die Größe verändern oder ich kann irgendwelche anderen Operationen machen. Und wenn wir jetzt diesen Datentypen sagen, dieses V2 hat genau zwei Argumente und das heißt, wir haben immer genau zwei Werte. Das heißt, wir haben nicht mal einen Wert, wir haben nicht mal drei, sondern wir haben es in dem Typsystem festgenagelt, dass wir einen zweidimensionalen Vektor haben mit genau den Typen. So. Machen wir nochmal ein etwas komplizierteres Beispiel und weil es komplizierter ist, dürft ihr mitmachen. Welche Funktion generiert folgender Code? Wir haben hier ein Data DA und als Definition einfach einen KA, A nach A. Gibt es da irgendwelche Vorschläge? Die großen, also das K ist der Konstruktor für den ganzen Typen und das D ist quasi der Identifikator für den konstruierten Typen. Zum Beispiel D könnte man sich vorstellen als maybe und dann wäre K sowas wie just, wenn die Typen dahinter jetzt anders wären. Das sind einfach alles, was wir in Haskell groß schreiben, also Konstruktoren oder Typen. Und links steht der Typ und rechts steht die Definition von dem Typen. Also links das DA ist der Typ und rechts ist die Konstruktionsvorschrift. Ich glaube, es kommt keiner drauf, weil man das auch nicht so häufig wahrnimmt, oder? Ja? Nein, es ist nicht die Identität. Ja? Genau, das war schon richtig. Es wird nur der Konstruktor definiert. Und zwar, wie wir einfach nur die Vorschrift, wie wir so ein DA konstruieren. Und zwar ein DA konstruieren wir, indem wir am K erstmal ein A geben und dann ein A nach A. Und das muss man sich immer klar machen, diese Konstruktoren sind auch nichts anderes als einfach nur Funktionen, die uns diesen den neuen Typen, den wir haben wollen, konstruieren. Deswegen muss man den immer angeben. Weil ansonsten hat man keinen Weg, in dieses DA reinzukommen. Wie konstruiere ich sonst ein DA? Ich kann das ja nicht einfach irgendwie hinschreiben. Sondern ich muss das ja immer über einen Konstruktor konstruieren. So, zweite Frage, welche Funktion generiert diese Syntax? Das ist dasselbe Beispiel, nur diesmal in Record-Syntax aufgeschrieben. Ja? Genau. Es sind genau diese drei Funktionen. Wir haben einmal den Konstruktor, den haben wir von eben übernommen. Und die Record-Syntax, weil wir die Parameter benannt haben, kriegen wir jetzt die automatische Funktion generiert, die uns, wenn wir ihm das gesamte Konstrukt geben, uns einen Teilkonstrukt daraus geben. So.
und wir bekommen halt nur die Getter und das sind eigentlich nur die einzigen Funktionen, die wir kriegen. Wir kriegen keine expliziten Setter-Funktionen. Setter müssen wir immer machen, indem wir über geschweifte Klammern das da reinsetzen. So, gibt's noch Fragen zur Record-Syntax? Die begegnet uns in der Vorlesung noch ein paar Mal. Ich glaube, dann wird's klarer, wenn hier noch... Ja? Nee. Nein, 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 nein. Das war nur irgendein Beispiel mit, ich habe Buchstaben ausgesucht. Machen wir weiter. Wir hatten in der letzten Vorlesung die State-Monade einmal kurz angesprochen. Und heute wenden wir uns der kompletten Definition zu, leiten die einmal her und schauen dann, wie wir da noch weiter abstrahieren können. Und zwar, ich hatte in der letzten Vorlesung einmal zwei Beispiele. Die werfe ich hier jetzt nochmal an, um das ein bisschen aufzufrischen. Wir hatten einmal dieses Example-Beispiel, was eine State-Funktion hat, die den Zustand verändert und eine State-Funktion, die einfach nur eine Rechenoperation ausmacht und uns in diesem Falle einfach konstant 14 zurückliefert plus den internen State, der genau an den zwei Stellen, wo das CountMe aufgerufen wird, jeweils um 1 erhöht wurde. Und wenn wir das mit einem Startwert von 0 durchlaufen lassen, kriegen wir 14 als Ergebnis der Berechnung und 2 als internen Zustand. Also das hatten wir letztes Mal schon ausführlicher besprochen. Sollte jedem soweit klar sein. Dann hatten wir auch noch ein zweites Beispiel, um das wieder aufzufrischen. Wir hatten einmal einen Scoring-Algorithmus, der als Startzustand hatte false 0. Also wir hatten einmal den internen Zustand vom Typen bool int. Der bool sollte anzeigen, ob unsere Maschine, ob unsere Zählmaschine angeschaltet ist oder nicht. Und der int sollte hoch oder runter gezählt werden. Und der Startzustand war natürlich, unsere Maschine war aus und wir starten mit 0, damit wir das nicht unten wieder schreiben müssen. Und wenn wir das aufrufen, hatten wir ganz unten unsere Main-Funktion, wo wir den mit runState den Zustand ausführen, wir übergeben ihm den Startzustand und unsere Abspielfunktion und diese Abspielfunktion nimmt einfach den String, den sie kriegt und geht den von vorne nach hinten durch und passt den internen Zustand an, je nachdem, was für ein Befehl gegeben wurde. Und die Befehle, die wir hatten, waren, wenn ein T gegeben wurde, schalten wir unsere Maschine aus, wenn wir ein G kriegen, schalten wir die Maschine an, wenn wir ein C kriegen, gucken wir, ob unsere Maschine an ist und erhöhen das. Ansonsten machen wir gar nichts. Und wenn wir ein A kriegen und unsere Maschine an ist, verringern wir den internen State und ansonsten machen wir gar nichts. Und wenn wir das einfach abspielen, dann kriegen wir auf diesem String jetzt, dass am Ende unsere Maschine ausgeschaltet ist und wir den internen Zustand minus 3 haben. Ich meine, das habt ihr alle schon gesehen. Da sollte es groß keine Fragen zu geben. Nee. Oder gibt's doch Fragen? Ich sehe keine. Kommen wir nun einmal zur Definition von State von Anfang an. Die Definition von State machen wir auch über eine Record-Syntax. Wir machen hier einen NewTypeStateSA. Und der hat dann den Typen, der wird konstruiert durch den Konstruktor State. Und wir haben da drin die benannte Funktion runState, die von einem S, also die gegeben ein S uns ein AS zurückliefert. Und zwar das S soll unseren Zustand symbolisieren, den wir haben. Wir kriegen einen Zustand rein, wir machen damit irgendwas und wir geben den Zustand wieder zurück, zusammen mit dem Ergebnis vom Typen A. Und wenn wir uns jetzt wieder erinnern, was die Record-Syntax eigentlich aussagt, dann definiert uns das nur zwei Funktionen. Und zwar einmal die Funktion State, die, wenn wir ihr die Funktion s nach as geben, uns einen State generiert, also das einfach nur einpackt, und eine Funktion runState, die haben wir jetzt da drin geschrieben, das ist der Getter, die uns das Ding quasi wieder auspackt. Also das ist nichts anderes als eine Kiste, in die wir einpacken, dann steht das State drauf und wir können sie jederzeit auspacken. Die Sache ist, wir haben jetzt bei dem runState hinten die Argumente geklammert. Da wir aber Funktionen carryen und alles, können wir, wenn Klammern so stehen, die Klammern weglassen. Und dann hat runState eine leicht andere Bedeutung, wenn man sich das mal klar macht. Und zwar runState liefert uns ein Ergebnis vom Typen AS, wenn wir ihm die Berechnung geben und den Startzustand. Und
Also RunState benötigt zwei Argumente, damit wir ein Ergebnis rauskriegen, wenn wir denn ein Ergebnis haben wollen. Und das war genau dasselbe RunState, was wir eben hatten. Wir mussten RunState, da haben wir ihm die Funktion gegeben, die aufgerufen wird, und einen Startzustand. Und dann haben wir das Ergebnis zurückgekriegt, was dann das Tupel war von unserem Ergebnis und dem Intent-Zustand. Das ist hier genau dasselbe. Und wenn wir State in einer Monade benutzen, also wir wollen das State-Ding zu einer Monade bauen, damit wir Do-Notation benutzen können und das alles automatisch läuft. In der monadischen Form haben wir Funktionen der Form A nach State SB. Und wenn wir uns jetzt klar machen, dieses State SB ist eigentlich nur eine schöne Verpackung, um die Funktion S nach BS in diesem Fall, weil es ein State SB war, und wir dann die Klammern weglassen, dann ist klar, was das monadische State einfach macht. Und zwar, es fügt den State heimlich als letzten Funktionsparameter hinzu und liest ihn am Ende heimlich wieder aus. Weil das Einzige, was wir aus dem State SB wieder rauskriegen, ist der Wert B, wenn wir es monadisch nutzen. Wenn wir es uns monadisch vorstellen mit dem Pfeil und wir haben eine Funktion und wir haben diese Funktion und wir sagen jetzt zum Beispiel, ich mach das gerade mal hier, wir haben eine Funktion, wir benutzen die Funktion foo mit irgendeinem Argument, sagen wir 3 oder was auch immer, und dann lesen wir das mit dem Pfeil aus und dann kriegen wir hier irgendetwas zurück. Und das Ding hat den Typen B und das und die 3 hat den Typen A in diesem Fall. Und das Einzige, was wir hier zurückkriegen, ist das B. Und der interne Zustand in der Do-Notation bleibt vor uns verborgen. Und wieso das so ist, da kommen wir später zu und was das für Vorteile hat. Soweit erstmal nur dazu. So, hilfreich ist es, wie eben schon angesprochen, sich die State-Monade als Berechnung vorzustellen, die noch nicht ausgeführt wird, weil der Anfangszustand noch nicht bekannt ist. Also wir haben in der State-Monade, kriegen wir immer einen Zustand, den wir dann bearbeiten, und wir geben einen Zustand raus. Und diesen Mechanismus mit, wir kriegen einen Zustand und geben einen raus, können wir ganz einfach verketten. Und dann haben wir eine riesig lange Kette von Funktionen, die den Zustand manipulieren, müssen aber immer noch den Startwert mitgeben. Und das spiegelt sich in den ganzen Funktionen wieder, die wir gleich definieren. Also man bekommt den State erst später, bearbeitet ihn und gibt ihn dann wieder zurück. Und das spiegelt sich in der Functor-Instanz wieder. Ich benutze hier Type Holds, um das Ganze einzuführen. Die hatten wir in den Übungen schon mal angesprochen. Für die, die in den Übungen nicht da waren, Typed Holds ist ein neuer Mechanismus. Ab GHC 7.8 wird der unterstützt. Und zwar, wir wissen ja schon, wenn wir einen Unterstrich auf der linken Seite verwenden, heißt das, wirft das einfach weg, was da steht. Wenn wir den Unterstrich auf der rechten Seite verwenden, macht das keinen Sinn, weil auf der rechten Seite müssen wir irgendwas konstruieren. Das heißt, wenn wir den auf der rechten Seite verwenden, hat der jetzt eine zweite Bedeutung, dass wir eine Fehlermeldung vom Compiler kriegen. Und zwar sagt er uns einmal, ich habe hier diesen Unterstrich gefunden. Und zwar hat der den Typen, in diesem Fall State SB. Das heißt, der Compiler sagt uns, hier muss was vom Typen State SB rein. Ach übrigens, hilfreich könnte sein, du hast in derselben Zeile auch noch die Funktion RS. Also wir haben das RS oben definiert vom Typ State SA. Und wir haben das F definiert vom Typen A nach B. Das heißt, der Compiler sagt uns, du sollst ein State SB bauen. Du hast garantiert Funktionen, die du kennst, zum Beispiel den Konstruktor oder das RunState oder sonst irgendwas, die du verwenden kannst. Aber du hast hier auch noch einmal das RS vom Typen State SA und das F vom Typen A nach B. Und was wir jetzt als erstes machen müssen, wir müssen am Ende etwas vom Typen State SB konstruieren. Und wenn wir uns überlegen, wir haben nur eine Funktion, die uns einen State konstruieren kann, und zwar den Konstruktor. Und der Konstruktor hat, wenn wir uns nochmal erinnern, diese Form, und den können wir da einfach hinschreiben. Und ich mache jetzt das Dollar, was alles links klammert, alles rechts klammert, um mir so ein paar Klammern zu sparen, damit es übersichtlicher wird, weil ansonsten hängen immer irgendwo Klammern rum, ist nicht ganz so schön. Aber auf jeden Fall, wir haben jetzt ein neues Hole, und jetzt müssen wir nur noch eine Funktion vom Typen S nach BS konstruieren. Wie konstruieren wir so eine Funktion? Ganz einfach, wir schreiben da eine Lambda-Funktion hin. Und wir sollen in place eine Funktion definieren. Dann, wieso machen wir nicht eine Lambda-Funktion?
sagen wir, das, was wir kriegen, nennen wir ST. Und dann haben wir jetzt ein neues Hole und dieses Hole hat jetzt nur noch den Typen Tupel BS. Und jetzt haben wir im Scope, jetzt haben wir einmal das ST vom Typen S und das RS vom Typen SA, wo, also in dem RS ist irgendwo ein A versteckt und das F vom Typen A nach B. Wir wollen irgendwie die Funktion F anwenden, weil wir wollen ja irgendein B konstruieren, aber wir müssen erstmal das A aus dem RS rauskriegen. Und was bleibt uns da über? Wir haben eine Funktion runState, mit der wir einen State auspacken können. Aber diese Funktion runState braucht nicht nur ein State, sondern auch einen Startzustand vom Typen S. Cool, wir haben jetzt beides hier zusammen. Wir haben einmal das RS vom Typen State SA und wir haben das S vom Typen das ST vom Typen S. Und wenn wir das einfach einsetzen in so einem lokalen Let-Binding, dann können wir das einmal ausführen und kriegen etwas, kriegen den Tupel AST' zurück. Ist der Schritt klar? Nein. Ich lasse mir erzählen, was ich machen soll, genau. Genau. Und also, wir haben hier die Funktion runState einfach ausgeführt und das Ergebnis von runState haben wir jetzt als Variablen A und ST zur Verfügung gestellt. Das fällt uns hier unten auch auf. Er sagt uns nämlich jetzt, du musst hier in dem Unterstrich immer noch was vom Tupel BS konstruieren. Du hast aber einen A und du hast ein F und du hast ein F, was gegeben ein A dir ein B gibt. Hey, wir können ein B konstruieren, indem wir einfach machen in Klammern FA. Sehr schön. Und jetzt ist da noch ein freier Platz, da muss etwas vom Typen S hin. Und die Preisfrage ist, wir haben jetzt hier, wenn wir uns mal angucken, zwei Variablen vom Typen S. Und die Preisfrage ist, welche von den beiden nehmen wir? Gibt es dafür irgendwelche Vorschläge? Ja? Genau, es muss jetzt ST' eingefügt werden hier an der Stelle, weil der alte State ist ST und den haben wir einmal verwendet. Den haben wir schon in RunState reingeschmissen und den geänderten State haben wir in ST' zurück. Und damit sieht die Funktorinstanz für State so aus, was man jetzt vielleicht nicht auf Anhieb so runtergeschrieben hätte. Ja. Das mit dem Lambda. Wir müssen hier eine Funktion, wir sollen hier eine Funktion konstruieren vom Typen S nach BS. Das heißt, wir kriegen ein S reingegeben. Und dieses ST nimmt einfach nur das S und jetzt müssen wir nur noch den Rückgabewert BS konstruieren. Hier, wir müssen ja hier eine... die kriegen wir, weil wir eine Funktion schreiben müssen. Wir müssen ja hier eine Funktion S nach BS schreiben. Und eine Funktion machen wir einfach am einfachsten mit einem Lambda und benennen das Argument, was wir kriegen. Wir kriegen ja einen S in der Funktion und das S nennen wir ST. Und das ist die Definition von State. Wenn wir nochmal in den, wo ist er? Da ist der Konstruktor. Der Konstruktor nimmt eine Funktion. Das heißt, wir müssen eine Funktion bauen, um den State zu bauen. Und wir nehmen hier dann die Funktion, bauen wir teilweise auf, indem wir sagen, okay, wir übernehmen erstmal den ersten Parameter, nennen den ersten Parameter ST und müssen dann nur noch das Ergebnis der Funktion konstruieren. Ist das klarer geworden? Ja? RunState hat... die Sache ist, wir müssen einen SB konstruieren. Und mit RunState kriegen wir hier nur einen, einen AS raus. Das heißt, RunState benutzen wir, um, wenn wir hier einen State SA zu haben, oder zum Beispiel einen State SX, das kann ja irgendwas sein, um an das X dran zu kommen, müssen wir RunState aufrufen. Wir müssen es aus der Kiste rausholen und dann erwartet die Funktion noch einen State, den wir mitgeben. So, sonst noch Fragen?
Gut. Genau. Genau. Und genau, die Sache ist, fmap hat hier, wenn ich nochmal zurückgehe, fmap hat hier den Typen, wir kriegen die Funktion a nach b und wir kriegen ein State sa und müssen ein State sb konstruieren. Das ist Definition von S, ist die Definition von Functor, weil Functor ist State S und wir haben einen freien Parameter und der freie Parameter ist immer der letzte. Und das A nach B nimmt dann das State SA nach State SB. Und deswegen müssen wir das auf das A anwenden und dazu müssen wir erstmal an das A drankommen. Und das Run-State hier führt alle vergangenen Zustände aus. Das heißt, wir machen hier keine Zustandsoperation, wir verändern das den State ja nicht, sondern mit RunState führen wir nur die Berechnung aus, die bisher nicht ausgeführt wurde. Wie gesagt, das ist so eine verzögerte Berechnung. Das wird erst durchgelaufen, wenn der Eingangszustand kommt. Okay, machen wir weiter. Applicative, oder gibt es noch eine Frage? Wenn ich statt st-st einsetzen würde, dann würde ich runState ändert ja den Zustand. Das spielt die Zustandsänderung bisher einmal ab. Weil wir kriegen st ist der Ursprungszustand, der an den gesamten Block geht. Und wir spulen den Block ab bis zu unserer Stelle, wo wir sind. Dann machen wir unsere Operation. Und da wir das ST einfach übergeben, das ST-Strich einfach übergeben, verändern wir den Zustand nicht. Aber wir müssen halt das ST-Strich übergeben, weil wenn wir das ST übergeben, übergeben wir einfach den ursprünglichen Wert. Das heißt, wir schmeißen alle Änderungen an dem Zustand weg. Das würde unter Garantie irgendwelche Gesetze verletzen. Functor-Gesetze glaube ich nicht, aber dann wird dein State nicht mehr machen, was er soll, weil dann machst du drei Operationen und die vierte Operation nimmt dann wieder den ersten Zustand und vergisst, was die drei Operationen an dem Zustand gemacht haben. Das heißt, ich glaube, du kannst State auch wegwerfen. Das machen wir später. Das machen wir nächste Vorlesung. Da machen wir sowas Ähnliches nochmal. So, sonst noch Fragen? Nein, gut. Die Applicative Instanz davon funktioniert relativ ähnlich, wenn man den Functor einmal verstanden hat. Und zwar für Applicative, wir erinnern uns, müssen wir zwei Funktionen definieren. Einmal das Pure und einmal das Apply. Und das Pure A, damit fangen wir jetzt erstmal an, den Rest lassen wir jetzt mal undefiniert. Wir sollen etwas vom Typen StateSA konstruieren. Das Einzige, wie wir ein State konstruieren können, ist mit State. Hey, wir müssen wieder eine Funktion konstruieren. Da machen wir wieder eine Lambda-Funktion, kriegen wieder ein State. Und jetzt sollen wir ein Tupel AS konstruieren. Schön, wir haben ein A vom Typen A und wir haben ein ST vom Typen S. Das können wir einfach als Tupel einpacken und sind fertig. Und das ist eine Operation, die nichts an dem State macht, sondern die einen Wert einfach in so eine State-Operation reinhebt. Und das Zweite, das Apply, fängt natürlich genauso an. Die Schritte habe ich jetzt mal übersprungen. Und wir müssen jetzt einen BS konstruieren. Und jetzt haben wir wieder einen RS vom Typen State SA aber, und einen RF vom Typen State SA nach B. Das heißt, wir haben einmal ein eingepacktes A und wir haben eine eingepackte Funktion. Die müssen wir beide auspacken, indem wir RunState aufrufen. Und wichtig ist, es kommt jetzt hier auf die Reihenfolge an. Wir könnten die Reihenfolge ja theoretisch auch umdrehen. Aber wir machen erst RunState RF ST, weil das RF auf der linken Seite steht und Applicative von links nach rechts vorgeht. Und dann kriegen wir ein ST-. Das ST- geben wir weiter, packen unser A aus. Und das war dann schon die gesamte Magie.
weil jetzt können wir einfach machen, wir haben jetzt eine Funktion f und also wir haben jetzt unsere Funktion f, wir haben unser a und wir haben unseren State, wir schreiben es dahin und sind fertig. Und das ist die Applicative-Instanz von State. Ging das jetzt ein bisschen zu schnell, oder? Gut. Wenn keine Beschwerden kommen, mache ich weiter. am wichtigsten, wie gesagt, wir wollen das meistens monadisch verwenden, ist dann die Monad-Instanz. Hier müssen wir wieder zwei Funktionen definieren, einmal return und einmal bind. Und da wir das schon zum Applicative gemacht haben, kriegen wir return geschenkt, indem wir einfach sagen return gleich pure. Und dann haben wir das schon mal abgehandelt. Und für den bind-Fall kriegen wir jetzt einen RS vom Typen state SA und ein F vom Typen A nach state SB. Und ich habe das schon wieder in den State eingepackt. Ich habe die Lambda-Funktion schon wieder gemacht. Das heißt, die Aufgabe ist wieder dieselbe. Wir müssen einen Tupel BS konstruieren. Und das Erste, was wir erstmal machen, ist, das A aus dem RS auszupacken. Das haben wir ja schon ein paar Mal gemacht. Und jetzt haben wir einen A und wir sehen, hey, F gibt uns einen State SB. Das gibt uns das B, was wir brauchen, wenn wir einfach nur das A anwenden. Das machen wir. Und dann haben wir einen RS' vom Typen State SB. Wir sollen aber das Tupel BS zurückliefern und nicht State SB. Und deswegen führen wir jetzt noch einmal, wenn man geschickt drüber nachdenkt, einmal Run State aus, weil Run State mit RS und dem ST' liefert uns wieder einen Tupel BS. Und das macht dann den Trick ganz zum Schluss. Runstate dreht es nicht um. Runstate führt dieses RS' aus und wir haben hier einen State SB. Da kriegen wir das B raus. Aber ich mach das. Wenn wir Runstate nur mit einem Argument ausführen, dann kriegen wir also wir machen Runstate mit RS'. Was wir dann rauskriegen, ist etwas vom Typen S nach BS. Das heißt, das Run-State erwartet noch einen State und gibt uns dann genau das Tupel, was wir suchen. Und deswegen geben wir ihm den ST', den haben wir eh noch nicht verwendet, und sind dann fertig. Und das gibt uns genau das, was wir haben wollen. Okay. Fragende Gesichter, aber noch irgendwas Konkretes? Okay. Wenn man es selber gemacht hat und du kannst dich ja zu Hause hinsetzen und das genauso machen mit diesen Typed Holes. Die sagen dir immer genau, was du machen musst und dann kannst du dir überlegen, was machst du mit dem, was ich habe, um das zu bauen, was ich bauen soll. Ja, die Sachen benennt man halt selber. Also das RS ist selber dann benannt, das F ist selber benannt, das ST ist selber benannt. Das heißt, du kannst dir die komplett selber benennen, dass sie vielleicht sprechender werden, so spart man einfach Platz auf der Folie. So. Gibt es noch irgendwelche Fragen groß zu State? Das State-Beispiel kann ich gerne nochmal anwerfen. War etwas weiter hinten. Da. Hatte ich hier... Nee, das ist schöner. Hier macht man einfach Do und man sieht, der State wird überhaupt nicht benutzt. Also wir geben ihm den State hier einmal am Anfang vor und in diesem gesamten Block können wir greifen wir auf den State direkt gar nicht zu. Es gibt beim State drei Optionen, die wir machen können. Wir können einmal
get machen, um den State zu holen, put, um den State neu zu setzen, oder modify. Und das dritte, das modify, machen wir hier in der count.me Operation, und wir können die einfach kombinieren. Wir können jetzt das count.me hier auch wieder verwenden, und wir können das nochmal weiter auslagern und mal weiter stückeln und so unser Programm, unser großen Do-Block in viele kleine aufteilen und auch so Code wiederverwenden. Das Wichtige bei State ist, wir brauchen den Zustand aktiv nicht mehr rumgeben. Wir brauchen nicht mehr sagen, gib mir diesen Zustand, ja, und den geänderten muss ich dann irgendwie weitergeben, und da machen Programmierer Fehler, dann wird ein geänderter mal doppelt weitergegeben, oder es wird ein geänderter nicht weitergegeben, oder es wird ein alter verwendet, der nicht mehr verwendet werden darf, und so weiter. Da kümmert sich komplett die State-Monade drum. Wird ein bisschen klarer, wenn man damit praktisch arbeitet. Dann sieht man von der Herleitung auch nicht mehr viel, sondern man benutzt es einfach nur noch. Man weiß, meine Funktion hat irgendwie den Typen State, State interner Zustand und den Rückgabewert, und dann kann ich halt get, put und modify machen, und ansonsten schreibe ich einfach ganz normal meinen Code runter. So. Wo war ich jetzt? Applicative, Monad. Da bin ich schon zu weit. So. Okay. Das nächste, was wir machen, ist, wie wir zwei Monaden miteinander kombinieren. Und zwar, wir hatten letzte Vorlesung den Anwendungsfall in der Maybe-Monade, dass man, dass wir halt Get-Inbox hatten, was Maybe einen Folder zurückliefert. Also entweder kriegen wir ein Verzeichnis oder nicht. Dann holen wir die erste Mail aus dem Verzeichnis. Entweder kriegen wir eine Mail oder es ist keine da. Dann holen wir den Header aus der Mail. Entweder ist es da oder nicht. Und das konnten wir mit der Do-Syntax schön schreiben und gut verketten. Die Sache ist, jetzt müssen wir aus irgendeinem Grund, sei es Logging, sei es wir müssen irgendwie auf einen Webserver zugreifen oder wir müssen irgendwas auf dem Bildschirm anzeigen oder, zwischen den ersten beiden Befehlen eine IO-Aktion ausführen. Und da haben wir ein großes Problem. IO-Monade ist nicht die Maybe-Monade. Das heißt, das sind zwei unterschiedliche Monaden. Das heißt, wir können die Do-Notation nicht verwenden. Und was können wir, wie können wir es trotzdem schreiben, wenn wir es denn schreiben wollen? Nun, es sieht so aus. Ist kompliziert, hat auch diesen schönen Drift nach rechts. Der Rückgabetyp hat sich geändert. Also der Rückgabetyp ist jetzt IO, Maybe Header. Das deutet an, dass wir in diesem Block irgendeine IO-Aktion machen. Das heißt, theoretisch können wir da Raketen abschießen oder was auch immer. Und der Code liest sich aber noch so ähnlich wie beim letzten Mal. Wir haben immer noch das Get-Inbox, auf das wir Pattern matchen. Entweder haben wir einen Folder, dann machen wir weiter. Oder wir haben ein Nothing. Dann geben wir jetzt ein Return-Nothing zurück, weil wenn wir nur ein Nothing zurückgeben, ist das nur ein Maybe. Wir müssen aber ein IO-Maybe zurückgeben. Und deswegen heben wir es mit Return in die IO-Monade. Und dann machen wir Do, unsere Debug-Meldung oder was auch immer wir in der IO-Monade machen wollen. Und dann gehen wir weiter mit Case, First Mail. Entweder kriegen wir eine Mail oder nichts, dann returnen wir wieder nichts. Oder wir kriegen dann den Header, und entweder kriegen wir den Header, dann returnen wir den, ansonsten returnen wir wieder nichts. Und das Return hier hinten ist wichtig, weil das Head hat ja den Typen Header, und das erste Return hebt den in die Maybe-Monade und das zweite Return hebt den in die IO-Monade. Und ohne Frage ist dieser Code komplett hässlich und umständlich und unschön. Stellt sich die Frage, können wir nicht einfach eine neue Monade bauen, die sowohl Maybe als auch IO kann? Dann können wir wieder Do-Notation verwenden und unser Code sieht wieder schön ordentlich aus. Und wir können ihn vor allen Dingen schneller schreiben, weil bis man das runtergeschrieben hat, im Gegensatz zu einfach die vier Zeilen untereinander, ist doch schon ein Unterschied. Also kombinieren wir das, ähnlich wie wir es bei der State-Monade gemacht haben, wieder mit Record-Syntax. Wir sagen new type, maybe IOR ist maybe IO mit run maybe IO. Und da sehen wir wieder den Typen, den wir eigentlich verstecken wollen. Das ist das IO maybe R. Und wir kriegen hier jetzt wieder zwei Funktionen raus. Einmal den Konstruktor, der uns das Ding einfach einpackt.
und einmal das RunMaybe.io, der uns das Ganze wieder auspackt. Was bringt uns das? Wir haben im Prinzip eine neue Kiste gebaut, auf der steht jetzt Maybe.io und für die definieren wir jetzt eine neue Monadeninstanz. Und zwar, weil wenn wir einfach nur IO Maybe A stehen haben, dann benutzen wir automatisch die Monade von IO. Das ist aber nicht die, die wir wollen. So, wir wollen eine eigene Definition machen und deswegen packen wir das einfach in eine Kiste ein und definieren für die ganzen Sachen einfach neu. Also Basis werden halt diese zwei Funktionen, das wird uns ständig begegnen, dass wir die Sachen auspacken, bearbeiten und wieder einpacken. Das zieht sich stringent durch. Also fangen wir einmal, wenn wir eine Monade bauen wollen, müssen wir das zur Functor-Instanz machen. Also fangen wir mit Functor einfach an. Und die Functor-Instanz ist, wenn wir uns das angucken, wir kriegen fmap mit einer Funktion f auf irgendeinem Input, dann haben wir einen Input vom Typen maybe.io a und einen f vom Typen a nach b und wir sollen ein maybe.io b bauen. Das ist das Erste, was wir erstmal machen. Wir wollen an das a drankommen. Das heißt, wir führen erstmal das maybe.io aus und packen es erstmal aus. Dann haben wir ein io maybe a, was ausgepackt ist. Ist das soweit klar? So, jetzt sagte ich, jede Monade ist auch ein Funktor. Das heißt, auch IO ist ein Funktor und Maybe ist ein Funktor. Das heißt, auf den beiden ist fmap definiert. Und was wir machen können, ist, wir können einfach die Funktion da rein fmappen. Wir können einfach sagen, nimm das fmap von Maybe mit der Funktion, benutzt das fmap von IO und pack das da rein. Und dann kümmert sich die Funktorinstanz von Maybe und die Funktorinstanz von IO darum, dass das alles vernünftig funktioniert. Und dann haben wir etwas vom Typen IO Maybe B. Wir haben die Funktion durch zwei Monaden ge-fmapped. Also wir haben hier den Input vom Typen Maybe IO A, den packen wir aus zu einem Typen IO Maybe A. Und den können wir bearbeiten, weil da alles schon drauf definiert ist. Auf IO ist fmap definiert und auf Maybe ist fmap definiert. Und deswegen können wir uns da rein fmappen. Davor war das nicht möglich, weil Maybe.io kein Funktor ist. Wir schreiben das, die Funktorinstanz ja gerade. Das ist ja genau das, was wir erreichen wollen. Und jetzt haben wir das natürlich angewendet. Und wir sollen immer noch ein Maybe.io B bauen. Also müssen wir das wieder einpacken. Und damit haben wir genau das, was wir haben wollen und sind fertig. So, und jetzt nochmal in langsam. Das erste fmap hebt uns durch das IO durch, weil wir haben was vom Typen IO Maybe A. Wenn wir fmap irgendwas machen, dann ist das vom Typen Maybe A nach Maybe B. Und diese Funktion haben wir schon, das ist fmap auf Maybe. Die hebt ein A nach B nach Maybe A nach Maybe B. Nein, weil IO Maybe A einfach nur ein doppelt eingepackter Funktor ist. Maybe ist ein Funktor und IO ist ein Funktor. Deswegen können wir das fmap von IO benutzen und das fmap von Maybe benutzen, um komplett durch das Ding durchzugreifen. Genau. Man kann sich die Typen auch mal genauer hinschreiben. F hat den Typen A nach B. Fmap A, das fmap f in dem Falle da drin hat den Typen maybe a nach maybe b und das ist ja genau das, was wir haben wollen. Wir wollen den maybe a nach maybe b bringen. Und wie machen wir das? Unter io, indem wir fmap benutzen. Ne? Und noch eine kleine Schönheitssache, wenn man hier genau hinguckt, sieht man, das Ausgepackte wird hier weitergereicht, das Ge-fmappte wird hier weitergereicht, das Verpackte. Das kann man auch alles zusammenpacken zu einer großen Funktion und dann sieht das Ganze so aus.
was viel kürzer und lesbarer ist, weil wir haben jetzt einen Input, der von der rechten Seite kommt, der wird ausgepackt, dann wird er ge-fmapped und dann wird er wieder eingepackt. Und das ist die komplette Funktordefinition. Die beiden, oben und unten ist komplett identisch, der Code. Ist nur, unten ist ein bisschen kürzer und schöner. So, gibt es zu der Funktorinstanz noch Fragen? Also ist das klar jetzt geworden? So mehr oder weniger? Gut, wenn wir mit FMAP keine Probleme mehr haben, dann gehen wir jetzt weiter zu Applicative. Man muss sich da in der ruhigen Minute nochmal hinsetzen und sich die einzelnen Typen mal angucken. Also was hilft ist, wenn einem unklar ist, was hier was macht, einfach mal Teile durch einen Unterstrich ersetzen und dann wird einem der Typ genau ausgegeben. Und dann kann man gucken, okay, was hat das FMAP an dieser Stelle für einen Typen? Ich mache einen Unterstrich hin und dann kriege ich genau den Typen, der da hin muss. Und dann sage ich mir, klar, natürlich, das ist genau das. Ne? Wie viele Typeholds du machen kannst, ich weiß es nicht. Ich mit einem funktioniert es garantiert. Ich glaube, wenn du zwei oder drei machst, du kriegst halt für jedes Typehold so eine Seite Fehlermeldungen. Ne? Das, was ich hier hatte, das ist die sehr gekürzte Variante. Das Original ist irgendwie doppelt so lang. Mit gibt dir nochmal Informationen, das ist in der Zeile und in der und der Zeile und so weiter und so weiter. Es müsste aber mit mehreren Typeholds gehen. Er sagte dann aber nicht, welches ist. So. Kommen wir zu Applicative. Applicative, wir müssen wieder Pure und Apply definieren. Und was wir haben, wir sollen halt Pure A definieren vom Typen Maybe IOA. Und das Erste, was wir erstmal machen, ist, wir müssen das irgendwie einpacken zum Schluss. Dann müssen wir jetzt etwas vom Typen IO Maybe A aus dem A konstruieren. Mehr als das A kriegen wir ja nicht. Und wie machen wir das? Nun, wir erinnern uns, IO ist ein Applicative und Maybe ist ein Applicative. Und deswegen ist auf den beiden Pure definiert. Und zwar können wir mit Pure uns in IO heben. Wir können das mit Pure in Maybe heben. Und jetzt sagt er uns, hey, da muss ein A hin. Gut, wir haben ein A, das schreiben wir dahin. Und sind glücklich. Und jetzt haben wir hier schön viele Dollar drinstehen. Das ist häufig gut, weil der Dollar klammert massiv nach rechts. Also wir haben hier Maybe IO, eine große Klammer mit dem gesamten Rest, Pure mit einer großen Klammer, den gesamten Rest und so weiter und so weiter. Was wir aber auch machen können ist, wir können alle bis auf das letzte Dollar durch Punkte ersetzen und der Code bleibt derselbe. Was jetzt aber passiert ist, die ersten drei Funktionen werden zu einer Funktion zusammengeschmolzen und dann nur noch das Ergebnis drauf angewendet. Das ist ein kleiner Trick, um sich die so herzuleiten. Schön viel mit Dollar schreiben und dann kann man es nachher durch Punkte ersetzen. Der Punkt ist die Funktionskomposition, der einfach nur die Funktionen hintereinander verkettet. So, wir können hier noch eine kleine Optimierung machen. Wir sind ja gecurried, das heißt, wir können das A, was hinten ganz alleine steht und alleine geklammert ist und auf der linken Seite auch ganz hinten alleine steht, können wir das auch einfach weglassen. Das ist dann nochmal ein bisschen schöner. Jetzt haben wir schönen, eleganten Code. Pure ist nichts anderes als, wir nehmen etwas, heben es zweimal hoch und packen es ein. So,
Kommen wir zum nächsten. Beim nächsten Fall sollen wir jetzt einen Maybe-IO B konstruieren. Und was wir jetzt geliefert kriegen, ist einmal das Maybe-IO A in dem X. Also in dem X haben wir den Wert und in dem F haben wir die Funktion. Die sind beide verpackt. Das heißt, was wir erstmal machen ist, wir müssen eine Maybe-IO konstruieren. Das können wir da hinschreiben. Die beiden, die verpackt sind, können wir beide auspacken. Jetzt haben wir IO Maybe A nach B und IO Maybe A. Und wenn man jetzt ganz stark überlegt und ein bisschen rumspielt, dann kommt man zu folgender Lösung. keine Panik. das ist einfach nur rumspielen. Ich weiß nicht, wie ich das mit Zwischenschritten erklären kann, weil ich habe keine passablen Zwischenschritte gefunden, die man so machen kann. Man muss da einfach mal selber mit rumspielen. Man muss einzelne Teile mal durch Unterstriche ersetzen und gucken. Was auf jeden Fall gemacht wird, ist, wir nehmen uns das Apply, weil Maybe ist ein Applicative, also nehmen wir uns das Apply von Maybe und mappen es in das Apply von IO rein. Das Dollar wird vielleicht einige, Dollar in den Spitzenklammern wird einige bestimmt irritieren. Das ist nichts anderes als eine Infix-Schreibweise von fmap. Und wir hatten die Regel, wenn wir haben pure a applied nach b, ist das nichts anderes als a gefmapped nach b. Das ist einfach nur eine Schreibweise, damit ich da nicht pure die Funktion applied nochmal schreiben muss. Also auf jeden Fall, das ist eine Regel, die hatten wir beim letzten Mal, die stand, glaube ich, bei den Applicative-Regeln irgendwie drin, dass sich das wohl verhält mit fmap. Und das ist einfach nur die Infix-Schreibweise. Und was wir jetzt wirklich machen, ist, wir nehmen das Applicative auf Maybe und heben es da rein. Und das macht dann schon das Richtige. Also das macht halt genau das, was wir wollen. Und zwar in diesem Fall wendet es die Funktion, die hier drin versteckt ist, auf den Wert an und gibt uns das Ergebnis zurück. Ist ähnlich wie fmap. Wir haben eben fmap verwendet, um durch das IO maybe A durchzukommen. Und genauso können wir das apply verwenden. Allerdings müssen wir es hier zweimal verwenden, weil wir einmal die Funktion applyen müssen auf das. Das heißt, wir müssen unter IO ein apply machen. Und das ist genau das hier, das letzte Apply ist das Apply von IO. Das verwendet die Funktion unterhalb von IO. Und das erste ist das Apply von Maybe, was die Funktion so hochhebt, dass sie hier wieder auf dem Maybe A nach B nach und dem Maybe A funktioniert. Und das liefert uns genau das Gesuchte. Kommt ein bisschen voodoo-mäßig daher, muss man vielleicht nochmal zu Hause ein paar Gedanken drauf verschwenden, aber ja. Ich glaube ja. Die Frage war, ob man, wenn man es mit fmap schreibt, ob man fmap die Funktion und dann den Rest. Ja, müsste klappen, weil fmap zuerst ausgeführt wird, bevor das apply ausgeführt wird. Ansonsten wird das ungültigen Code geben. Ich glaube, man müsste nicht viel mehr klammern. Aber kann sein, dass man dann klammern muss, aber spielt ja auch keine Rolle. Ja. Ich höre gerade, mehrere Type-Tools gehen komplett problemlos. Also man kann auch hier einfach mal zwei Type-Tools einsetzen und sich dann überlegen, wieso das genau da ist. Auf jeden Fall, das ist ein Weg, der mit den Typen wohl definiert ist und genau das Richtige macht. So, kommen wir jetzt zum letzten, der Monadeninstanz von unserem Maybe.io. Und zwar müssen wir für die Monadeninstanz wieder Return und Bind definieren. Und da wir das Applicative schon haben, können wir einfach sagen, Return ist pure und wir sind mit dem ersten fertig. Und für den Bind-Fall haben wir jetzt einen X vom Typen Maybe.io
und ein F vom Typen A nach Maybe I.O. B. Das heißt, es ist irgendwie klar, was wir machen müssen. Wir müssen das A aus dem Maybe I.O. A rauskriegen und an das F schmeißen und das Ergebnis auch irgendwie nochmal verwursten. So, ich habe das schon mal eingepackt, schon mal den Einpacker schon mal hingeschrieben. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch irgendetwas vom Typen I.O. Maybe B konstruieren. Und was wir dazu machen ist, wir packen natürlich erstmal das X aus und kriegen dann unser X', was einfach das Ausgepackte ist. Und die nächste Idee ist, I.O. ist eine Monade, das heißt, auf I.O. ist auch ein Bind definiert. Das heißt, wir können das einfach mal an das Bind schmeißen und gucken, wie weit wir kommen. Weil wir müssen ja irgendwie das I.O. wegkriegen. Und die einzige Möglichkeit, das I.O. hier wegzukriegen, ist über Bind, weil das die einzige Funktion ist, die so einen Wert annimmt. Und jetzt müssen wir nur noch eine Funktion von maybe A nach I.O. maybe B schreiben. Und die Sache ist, wir haben hier die Funktion F, die gibt uns ein A nach einem maybe I.O. B. Das sieht von den Typen, also wenn wir erstmal nur auf die linke Seite gucken, ähnlich aus, weil das A steht hier schon, da steht ein maybe A. Und hier ist ein maybe I.O. B, das müssen wir dann irgendwie noch auspacken. Was wir erstmal machen können ist, wir können das mit fmap hochheben in maybe. Das heißt, wir haben jetzt eine Funktion, wir haben das A nach maybe B hochgehoben und sind jetzt schon mal einen Schritt weiter, weil wir haben hier schon mal das B. Weil jetzt ist die Funktion angewendet. Das Problem ist, wir haben ein maybe, maybe I.O. B. Hätten wir nur ein maybe I.O. B, bräuchten wir es auspacken und wären fertig. Und das Auspacken schreibe ich auch schon mal hin. Und das heißt, uns fehlt eine Funktion vom Typen maybe, maybe IOB nach maybe IOB. Also, so eine Funktion, gucken wir einmal kurz im Internet, gibt es nicht. Also schreiben wir die selber. was wir hier schreiben müssen, ist, das ist einfach nur die Signatur, die ich hier gekriegt habe. Die habe ich da einfach hingeschrieben und das Erste, was man bei so einer Funktion halt macht, ist, lass uns erstmal auf das erste Argument Pattern matchen. Und wenn man das gemacht hat, dann ist man soweit und hat hier nur noch ein Just A und wenn wir uns jetzt mal hingucken, das A hat den Typen Maybe IO A1 und wir sollen etwas vom Typen Maybe IO A1 zurückliefern. Das ist schön, das können wir direkt tun und sind fertig. Das Problem ist, im Nothing-Fall müssen wir jetzt einen maybe IO A1 konstruieren. Wir haben aber nichts, was uns irgendwie sowas generieren kann. Das Einzige, was uns sowas generieren kann, ist, wenn wir unsere Funktion rekursiv aufrufen. Das bringt uns aber genau nichts, weil wenn wir es rekursiv aufrufen, gehen wir in eine Endlosschleife. Weil wir keine Abbruchbedingungen oder sonst irgendwas haben. Aber wir geben unsere Hoffnung nicht auf und sagen, wir müssen eine maybe IO konstruieren. Machen wir erstmal das maybe IO davor. Jetzt müssen wir einen IO maybe A konstruieren. Okay, in I.O. kriegen wir es auch noch rein, das ist Return. Und jetzt müssen wir ein Maybe A1 konstruieren. Wie konstruieren wir ein Maybe? Wir haben halt zwei Konstruktoren, wir haben den Just und den Nothing-Konstruktor. Und wenn wir einen Just-Fall haben, also wenn wir einen Just irgendwas haben wollen, dann muss das den Typen A1 haben, das müssen wir haben. Aber wir können auch einen Maybe von irgendeinem Typen konstruieren, indem wir Nothing nehmen. Weil Nothing ist in jedem Maybe drin. Dann nehmen wir einfach Nothing. Und dann haben wir unsere Definition fertig. Das macht auch Sinn, weil das ist auch genau der Fall, der hier reinkommt. Wir kriegen nichts übergeben, dann ist es auch sinnvoll, dass wir nichts konstruieren. So. Das war jetzt die Monadeninstanz. Gibt es noch Fragen? Garantiert viele. Keine konkreten Fragen, gut. Nein. Jetzt sind wir hier über den Berg, jetzt haben wir ja die Monadeninstanz geschafft. Und da wir das jetzt haben, können wir jetzt wieder Do verwenden. Also machen wir Do, holen wir unsere Get-Inbox, machen wir unsere Put-String-Line, holen wir unsere Mail, holen wir unseren Header und sind glücklich. Nicht so schnell. das Problem ist, wir haben hier den ersten Aufruf Get-Inbox, der hat den Typen Maybe-Inbox. Und der sagt jetzt, du gibst mir ein Maybe-Inbox, aber du bist in der Maybe-IO-Monade. Vergiss es. Du musst mir ein Maybe-IO-Inbox geben. Oder du gibst mir hier einen IO, ich bin aber in der Maybe-IO-Monade. Du musst mir ein Maybe-IO geben. Und so weiter und so weiter.
Das Problem ist, wir brauchen irgendwie zwei Konverter. Wir brauchen einen Konverter, um von Maybe nach Maybe.io zu kommen und von I.O. nach Maybe.io zu kommen. Und wenn wir uns jetzt mal ein bisschen überlegen und scharf nachdenken, was wir so über Maybe wissen, dann wissen wir, hey, wenn wir ein Maybe-A haben, was wir ja hier zurückkriegen, wenn wir ein Maybe-A haben und das Return von I.O. aufrufen, dann kriegen wir ein I.O.-Maybe-A. Und wir haben da so einen Konstruktor, der uns das dann einpackt. Und wenn wir diese beiden Funktionen hintereinander schalten, sind wir schon fertig. Also, das ist das, um einen Maybe in den Maybe.io.a einzupacken. Der zweite Fall ist jetzt, wie packen wir einen I.O.A. in den Maybe.io.a ein? Die Sache ist, wir haben den Konstruktor Just, der uns aus einem A ein Maybe.a macht. Und wenn wir das einfach fmappen mit I.O., dann kriegen wir aus einem I.O.A. ein I.O.Maybe.a. Und wenn wir das dann noch aliasen mit dem Maybe.io, sind wir auch fertig. Das heißt, wir haben unsere zwei Funktionen. Die können wir, das können wir dann jetzt so schreiben. Das heißt, wir haben jetzt I ist Maybe.io return get inbox. Dann unsere Debug-Meldung ist Maybe.io fmap just put string line debug. Und so weiter und so weiter. Ist etwas hässlich. Ist aber schon viel, viel besser als diese ganz komische aufgeblähte Notation, die wir am Anfang hatten. Also wir nähern uns langsam der Lösung an. Und die Idee ist, wenn wir so einen Pattern sehen, wo Code doppelt ist, dann können wir den Code einfach rausfaktorisieren. Das heißt, wir definieren uns jetzt zwei Funktionen, liftMaybe und liftIO, die genau das machen. Die einmal einen MaybeA nach MaybeIOA packen und die einmal einen IOA nach MaybeIOA packen. Und wenn wir die verwenden, sieht unser Code so aus. Und jetzt überlegen wir nochmal kurz, das macht ja auch eigentlich Sinn, weil wir haben hier Aktionen, die in der Maybe-Monade stattfinden, die heben wir mit liftMaybe hoch und wir haben Aktionen, die in der IO-Monade stattfinden, die heben wir mit liftIO hoch und der Code verhält sich genauso wie der vom Anfang. Also dieser große, komplizierte Block. So, noch Fragen dazu? Also zur Anwendung. Nein. Gut, keine Fragen. Sehr schön. Wenn wir jetzt aber nochmal überlegen, was haben wir eigentlich benutzt, was haben wir von I.O. eigentlich benutzt? Wir haben, wenn wir jetzt nochmal die Instanzen alle im Kopf durchgehen, da haben wir bei der Funktor-Instanz das fmap von I.O. als Funktor benutzt. Also, um einen Funktor zu konstruieren, brauchte ich das Funktor von I.O. als, brauchte ich die Funktoreigenschaft von I.O. als Funktor. Als wir das Applicative definiert haben, ich habe das jetzt mal ein bisschen platzsparender aufgeschrieben, haben wir das Pure, und zwar hier das Pure von I.O. verwendet und das Apply von I.O. verwendet. Die anderen beiden, das andere Pure und das andere Apply kommt von Maybe, wie wir uns erinnern. Und wenn wir uns die Monadeninstanz angucken, dann haben wir das Bind einmal hier verwendet, vor dem Run Maybe.io. Und wir haben das Return verwendet, hier unten vor dem Nothing, um das da reinzuheben. Das heißt, für die Monadeninstanz haben wir auch nur Monadeneigenschaften von I.O. genutzt. Uns fällt auf, wir benutzen gar keine intrinsische Eigenschaft von I.O. Also wir benutzen gar nichts, was irgendwie I.O. so massiv ausmacht, sondern wir könnten theoretisch I.O. durch jede andere Monade ersetzen. Weil jeder Funktor ist ein Funktor und jedes Applicative ist ein Applicative und jede Monade ist eine Monade. Und wenn wir die Monade rausfaktorisieren, dann haben wir jetzt einen New Type, ein MaybeT MA mit RunMaybeT MA. Und wenn wir jetzt hier einmal I.O. einsetzen, dann kriegen wir wieder dasselbe wie eben. Wir haben einen RunMaybeT, wir haben einen MaybeT, RunMaybeT, IO, MaybeA. Dann haben wir genau dasselbe wie eben. Und der Code, das ist der Code von eben. Einmal für MaybeIO, einmal auf einer Folie. Das M war irgendeine Monade. Das ist nicht vorausgesetzt. Weil das könnte auch mehr sein als eine Monade oder weniger und die Voraussetzungen kommen später. Ja,
Also, wenn wir uns den Code von eben einmal angucken, dann sehen wir haben eben eine Instanz Functor Maybe.io geschrieben und so weiter und so weiter. Und wenn wir das jetzt mit dem herausfaktorisierten machen, dann sieht das so aus. Das heißt, es hat sich nicht so viel geändert. Das Größte, was sich geändert hat, wir haben in der Instanzdefinition Voraussetzungen. Wir setzen jetzt beim Functor voraus, dass M ein Functor ist. Wir setzen beim Applicative voraus, dass M ein Applicative ist. Und wir setzen beim Monad voraus, dass M ein Monad ist. Das heißt, das kann ich auch schreiben, wenn das keine Monade ist, dann kriege ich keine Monade daraus, aber dann kriege ich wenigstens einen Functor und ein Applicative auf genau diese Weise raus. Und wenn wir nochmal hingucken, am Code hat sich das Maybe.io durch ein Maybe.t ausgetauscht, wenn man genau hinguckt. Und das RunMaybe.io ist zu einem RunMaybe.t geworden. Und das sind die einzigen Änderungen, die wir im gesamten Code gemacht haben. Das heißt, der Code bleibt 1:1 gleich für jede Monade. Also entdeckt hat man das andersrum. Man hat ein paar Monadentransformer geschrieben und dann sich aufgeregt, dass man immer denselben Code schreibt. Und dann ist einem aufgefallen, hey, das ist zwar dasselbe. So. die Frage ist, wie verwenden wir... Quatsch. Das nächste, was wir uns überlegen, ist... wie realisieren wir denn Lift.io? Wir hatten eben schön Lift.io, aber jetzt haben wir ja irgendeine Monade. Woher wissen wir, dass wir IO-Aktionen machen können? Und gibt es da irgendwelche Vorschläge? So, interaktiv jetzt. Wie man einen Lift.io erzwingen kann. Also, die Antwort ist, erzwingen kann man es nicht, aber man kann es fordern. Wir machen einfach eine neue Typklasse und sagen, die Monade ist ist vom Typ Monad.io, wenn sie IO irgendwie verarbeiten kann. Das ist, wir sagen einfach, wir nehmen irgendeine Monade und wenn diese Monade dieses Lift.io implementiert kriegt, dann sind wir zufrieden, weil dann können wir Lift.io aufrufen. Ist uns egal, wie das implementiert ist. Das ist die Aufgabe von dem, der schreibt. Wenn wir es verwenden wollen, dann müssen wir nur sicher gehen, dass wir eine Instanz von Monad.io haben. Und dann können wir einfach Lift.io verwenden. Und weitergehend kann man das auch noch sagen, wenn wir jetzt mehrere Monaden aufeinander addieren, dann können wir auch sagen, wir möchten uns gerne eine Ebene höher arbeiten in dem Stack. Wir haben einen komplett komplizierten Stack, der irgendwie aus 4, 5 Ebenen, weil wir haben eben gesagt, wir nehmen jede Monade. Eine Monade kann auch ein Monad-Transformer sein, in der schon eine Monade ist, kann ein Monad-Transformer sein, in der schon eine Monade ist und so weiter und so weiter. Das heißt, wir können uns einfach unendlich Ebenen nach oben bauen und eine beliebig komplizierte Monade schreiben und mit Lift können wir uns dann eine monadische Ebene höher heben. Das ist die allgemeine Form für additive Monaden und mit Lift heben wir uns einfach eine Ebene höher. Das Wichtige ist, IO ist nicht additiv. Also ich kann keinen IO-Transformer schreiben. Und woran das liegt, ist ganz einfach, wir haben hier diese Funktion MB geschrieben, wo wir auf alle Konstruktoren gepattern-matched haben. Das kann man nicht für jede Monade schreiben. In IO gibt es kein Pattern-Matching auf irgendwelche Sachen. Auf was möchte man da Pattern-Matchen? Das kann irgendwas sein. Wenn man jetzt irgendeine Monade hat, auf die ich nicht Pattern-Matchen kann oder wo ich nicht auf alles Pattern-Matchen möchte, weil irgendwelche Fälle nicht vorkommen sollen oder so, dann habe ich ein Problem, die Monadeninstanz zu schreiben und dann kann ich es nicht zu einem Monadentransformer machen. Das heißt, ich kann die dann nicht aufeinander addieren. Kommen wir erstmal zu einem Beispiel nochmal. Wir haben ein paar Monaden kennengelernt, die sind alle additiv, also fast alle, also IO jetzt nicht, aber alle anderen. Und zwar, wir hatten schon State, wir hatten schon Either, wir hatten schon Maybe und dann können wir zum Beispiel sowas bauen. Wir sagen jetzt, wir nehmen einen State-Transformer mit irgendeinem Zustand MyState, wir nehmen einen Either mit irgendeiner Fehlermeldung als String und wir nehmen einen Maybe-T vom Maybe-T mit einem IOA. Das heißt, diese Funktion kann jetzt den State manipulieren, also wenn wir dann damit Funktionen schreiben, dann können wir eine Funktion fun hier schreiben, die kann zum einen den State manipulieren, die kann mit einer Fehlermeldung aufhören, die kann ohne Fehlermeldung aufhören, sie kann IO-Aktionen machen und verspricht uns irgendwann einen Int zurückzuliefern. Und
Wir können das aber auch ein bisschen einschränken, indem wir zum Beispiel Lift davor schreiben. Diese Funktion von 2 kann nur noch mit einer Fehlermeldung fehlschlagen, kann aber in unserem State nicht mehr rumarbeiten. Und die Funktion 3, die kann nicht mal mehr mit einer Fehlerfunktion, mit einer Fehlermeldung fehlschlagen. Die kann einfach nur noch so fehlschlagen. Und das Lift.io, da hatten wir eben drüber gesprochen, über die Typklasse. Mit Lift.io können wir jederzeit irgendwelche IO-Funktionen aufrufen. Und so kann man halt mit so einem Stack arbeiten. Und ja. Ich stelle euch jetzt ein paar konkrete vor, die häufiger vorkommen, die man für sowas verwendet. Das ist zum einen Read.at. Das ist der Transformer für ein Read-Only-Environment. Das heißt, häufig packt man eine Konfigurationsdatei in sein Environment und kann dann jederzeit auf die Konfigurationsdatei zugreifen, egal wo man ist. Man muss sie nicht als Argument die ganze Zeit übergeben, man muss sie nicht mitschleifen, die kann sich nicht verändern und so weiter. Die ist halt immer da. Das Gegenteil von dem Reader ist der Writer. Das ist ein Write-Only-Environment. Da kann ich nichts draus lesen, da kann ich immer nur reinschreiben. Häufige Anwendung davon ist zum Beispiel Logging. Zum Beispiel, ich nehme eine Liste von Strings und dann kann ich immer einen neuen String reinpacken und dann kriege ich eine schöne, lange Liste von Strings, was einfach eine Logdatei dann am Ende werden kann. Dann gibt es noch State.t, das hatten wir schon, für einen globalen State, den ich komplett verändern kann. Dann gibt es Ether.t für irgendwelche fehlschlagbaren Operationen, die man machen kann. Zum Beispiel kann man den Ether.t IO nehmen, wenn man zum Beispiel etwas einlesen möchte. Man muss ja IO-Aktionen machen, um irgendwie die Dateien einzulesen. Und mit dem Ether kann man dann einfach sagen, geh so lange durch und am Ende kriege ich mein fertiges Ding raus oder ich kriege eine schöne Fehlermeldung. Das ist so eine typische Anwendung für Ether.t. Wenn man keine Fehlermeldungen haben möchte, dann kann man noch Maybe.t nehmen, was dann, glaube ich, nicht ganz so beliebt ist. Und je nachdem, welche Möglichkeiten man in seiner Monade haben möchte, möchte ich einen State haben, möchte ich ein Environment haben, das ich schreiben kann, das ich lesen kann, kann man sich die beliebig miteinander kombinieren. Und wichtig ist, es kommt auch noch auf die Reihenfolge an. Diese Monadenaddition ist nicht kommutativ. Das heißt, wenn ich hier ein State-T, MyState, EtherString, Identity habe, deswegen ist die Identity-Monade wichtig, weil, erzähle ich gleich. Wenn ich das so umschreibe, kann das Ether fehlschlagen mit einer Fehlermeldung. Ich habe dann aber immer noch ein State-T, MyState mit der Fehlermeldung. Das heißt, ich komme nach dem Fehler noch an den State dran, wie er zuletzt war. Und wohingegen, wenn ich das umdrehe, dann kriege ich nur die Fehlermeldung und der State wurde schon weggeschmissen. Weil Ether schmeißt den rechten Fall komplett weg, sobald ein linker Fall auftritt. Und hier wird auch wichtig, wieso wir euch zum Beispiel einmal Identity schreiben lassen, Identity haben schreiben lassen. Es war nicht nur eine dumme Übung, sondern Identity ist wichtig. Wenn man zum Beispiel die normale State-Monade haben will, kann man einfach sagen, State-Transformer über Identity und hat die normale State-Monade. Und so ist sie auch in den richtigen Bibliotheken definiert. Also die State-Monade ist als Transformer definiert über Identity. So. Häufig findet man bei solchen Stacks einen RWST, also ein Read-Write-State-Transformer, nennt man dann RWST. Und in normalen Programmen hat man meistens eine kurze Main-Funktion und dann geht man in den RWST-IO rein. Das heißt, man kann eine Config-Datei lesen, man kann Logging-Output machen, man kann sein State manipulieren, man kann IO-Aktionen ausführen, man kann alles machen, hat die Sachen aber voneinander getrennt. Und kommen wir jetzt noch zu zwei kleinen Beispielen. Nehmen wir an, wir haben so ein Environment, was einfach nur ein Wrapper um einen String ist, wo wir mit Filename an den Dateinamen drankommen. Dann machen wir einen Reader.t mit diesem Environment über IO und geben einen String zurück. Und was wir machen ist, mit dieser magischen Funktion ask, die in dem Reader.t definiert ist, holen wir uns unser Environment. Das können wir jederzeit machen, weil das ist ein Read-Only-Environment. Und dann machen wir lift.io, read-file mit dem Dateinamen aus dem Environment. Das heißt, es ist klar,
wir holen hier einmal unser Environment, hier machen wir eine IO-Operation und dann kriegen wir am Ende den String zurück, den geben wir dann komplett zurück. Ist das klar oder soll ich noch ein bisschen dran lassen? Die Frage war, was ist der Vorteil, ein Environment zu benutzen statt einer Konstanten? Das ist ein variables Environment. Eine Konstante schreibst du dir einmal in Code und das Environment in der Main-Funktion, ähnlich wie beim State, sagst du, führ mir diesen Reader-T aus mit diesem Environment. Den kann ich aber vorher zum Beispiel von der Platte gelesen haben oder so. Der muss nicht fest in meinem Code drinstehen. Also das kann eine Konfigurationsdatei sein, die sich auf der Platte ändert, einmal am Anfang eingelesen wird und für den Rest des Programms komplett konstant ist. Deswegen ist es nicht dasselbe wie eine Konstante. So. Okay. Noch kurz, was das macht. Es liest halt einen Dateinamen aus einem Environment, kann per Lift-IO-Aktion ausführen, jetzt mal beispielhaft, und liefert einfach den Dateinhalt am Ende zurück. Ein komplizierteres Beispiel, Projekt, könnte so ein Main-Loop aus einem Spiel sein. Wir haben eine Main-Funktion, die setzt alles auf und das Letzte, was die Main-Funktion macht, ist, sie ruft dieses Main-Loop auf. Und dieses Main-Loop ist ein RWST, also ein Read-Write-State-Transformer, der einen Environment vom Typen Env hat, der keinen Writer hat. Ich habe den in diesem Fall einfach mal rausgelassen. Könnte man theoretisch Liste von Strings nehmen oder sonst irgendwas. Einen Zustand vom Typen State. Die innere Monade ist I.O., das heißt, wir können auch I.O.-Aktionen machen und als Rückgabewert haben wir Unit. Also wir geben einfach nichts zurück. Und was wir jetzt in unserem Loop machen, ist, wir holen erstmal unser Environment, dann machen wir einen Get-User-Input mit den Settings, die wir in unserem Environment gespeichert haben und haben dann quasi, ich sage sie jetzt mal simplifiziert, die Taste, die der User gedrückt hat, in F. Was wir jetzt machen ist, wir holen uns unsere alte Welt, unseren alten Zustand des Spiels und rufen Update World mit der Taste, die gedrückt wurde, und der alten Welt auf. Und was wir zurückkriegen, ist eine neue Welt. Und die neue Welt speichern wir in unserem State wieder ab und gehen dann in eine Endlosschleife, bis der User die Exit-Taste drückt. Was auch immer der End-Key in unserem Environment ist. Ja? Also das ist ein klassisches Game Loop, wo man eine Konfiguration hat, ein Environment, man fragt den User-Input ab, man updatet den internen Zustand und man schreibt den neuen Zustand zurück. Das Wichtige an dieser Stelle ist, Update World ist pure. Also Update World ist eine pure Funktion, die kann weder auf unseren State zugreifen, noch kann sie I.O. machen, noch kann sie es im Environment lesen oder. Das heißt, die Funktion ist komplett weggekapselt und da drin kann nichts Schlimmes passieren. Die können wir auch testen, die Funktion. Wir können Szenarien, wir geben ihm eine alte Welt, pass auf, die Welt sieht so aus, ich drücke die Taste, da soll das rauskommen. Kann ich sofort einen Testcase für schreiben. Und das kann man dann auch rapide testen und wir haben halt so unsere Purity wieder gewonnen und sind von diesem ganzen I.O. Etwas weg. So. Weil die Frage ist, warum man hier auf alle Ebenen gleichzeitig zugreifen kann. Weil RWST nur eine Monade ist. Ich habe jetzt hier nicht einen Read-T, Write-T, State-T genommen, dann sieht das auch anders aus, sondern das RWST ist schon das Ganze kombiniert, weil man es eben so häufig braucht. Und ich sage RWST, mein Environment, mein Writer und mein State. Und dann kriege ich schon eine Monade zurück, auf der die Funktion get, put, modify von state sind, ask von dem Reader, also der holt mir das Environment, und tell ist die magische Funktion, die mir was in den Writer reinschreibt. Das heißt, das sind die fünf Funktionen, die mir die Monade zur Verfügung stellt, und ja, das war's. So, genau, die Frage ist, was ist das Unless? Das Unless ist ein Half-Branch-If.
Das ist, Unless kriegt eine Bedingung und wenn diese Bedingung erfüllt ist, führt es den Befehl aus und ansonsten gibt es einfach Unit zurück. Das heißt, in diesem Fall wird dann der Endcode generiert, der einfach nichts macht. Und Unless ist ein bisschen schöner als if die Bedingung then main loop else return unit. Ist ein bisschen lesbarer. Das Gegenteil davon ist when, das macht genau das Gegenteil mit der Bedingung negiert. So. Gibt es sonst noch große Fragen? Ansonsten wären wir durch und können noch mal so ein bisschen reden.